Tisch ist wohl zu klein. Was mache ich nur? Ich habe eine Idee. Das ist zu hoch. Na, was soll's? Yippie! Los, rein mit dir! Sammy, was treibst du hier? Meine Kiste mit unausgepackten Spielsachen ist zu voll, Susi. Na, da gibt's ja nur eine Lösung. Wir packen alles aus. Sam, kommst du? Interessanter Ansatz. Hallo, Freunde. Heute wird bei uns richtig groß ausgepackt. Hier haben wir Sammys Sammlung verschiedenster Spielsachen und die schauen wir uns jetzt an. Um Platz für neue Kollektionen zu schaffen. Ich bin schon so gespannt, was uns erwartet. Wo fange ich nur an? Wie wäre es mit Disney's Durables? Davon haben wir schon einige ausgepackt. Du weißt, wo du die Videos findest. Hinter jeder Tür warten Disney-Figuren mit strahlenden Augen auf uns. Es sind so viele. Ich bin gespannt, wer diesmal alles dabei ist. Öffne mich und sieh nach. Okay, los geht's. Wow, Freunde, seht euch das an. Das ist ein ganzer Wohnblock. Die größte Tür zuerst. Wow, wer mag wohl der Bewohner dieser Wohnung sein? Okay, wir öffnen das Tütchen. Wer ist denn da? Irgendwelche Vermutungen? Tada! Nala aus König der Löwen. Sie hat so große grüne Augen. Und sie fühlt sich ganz samtig an. Jetzt ist Nalas Nachbar an der Reihe. Was für süße Fenster. Ich frag mich, wer sich dahinter verbirgt. Da kommt das Tütchen. Ob es wohl noch eine König der Löwen-Figur ist? Mal sehen. Komm raus, Schätzchen. Hey, das ist Chief Bogo aus Zoomania. Cool. Sieh mal, wie streng er guckt. Bewache unsere Nala gut, Chief. Susi, ich möchte auch eins auspacken. Darf ich? Aber sicher, Sammy. Danke. Wow, seht euch diese außergewöhnliche Tür an. Mal sehen, wer hier wohnt. Mit einer geschickten Handbewegung öffne ich die Verpackung. Es ist Alice. Sie hat eine Tasse in der Hand. Bestimmt ist sie auf dem Weg zu der verrücktesten Teeparty. Und diese himmelblauen Augen einfach hinreißen. Susi, schau mal. Ich habe Prinz Eric. Aus Ariel die Meerjungfrau. Mit seinem Fernglas scheint er etwas zu beobachten. Und jetzt finden wir noch heraus, wer sich hinter der rosa Tür verbirgt. Alle Türen dieser Kollektion sind verschieden. Die Tütchen hingegen sehen alle gleich aus. Mach nichts. Ich will jetzt wissen, wer es ist. Wow, Prinz Ali aus Aladdin. Er trägt einen schicken weißen Anzug, um Jasmin zu beeindrucken. Ab zu deinen Freunden, Prinz. Okay, wer als nächstes? Danke für die fantastische Auswahl, Sam. Tja, ich habe halt Geschmack. Wohl wahr. Ich nehme Cutie Tooties. Also, was sollen wir nochmal tun? Okay, Schleim quetschen und die Überraschung finden. Erstmal die Packung aufreißen. Da drin ist ein süßer Pupsi. Dann haben wir noch eine Anleitung und den Sammelkatalog. Wow, so viele witzige Spielsachen. Welches wir wohl haben? Was für ein Pupsi. Wie er funkelt und lächelt. Und diese glitzernden Augen. Okay, jetzt ist der Inhalt dran. Los, Susi, du schaffst das. Das war nicht leicht. Aber ich hab's. Ich bin so gespannt, welches Tier da drin ist. Und das ist... Oh, so ein süßer Pinguin. Mit einem goldenen Horn. Freunde, seht mal diese fulminanten Wimpern und lila Augen. Und jetzt ist der Schleim dran. Wow, der fühlt sich so toll an. Cool. Denk dran, den Schleim wieder in den Pupsi-Behälter zu stecken, damit er nicht austrocknet. Wir haben Flipper mit rosa Schleim. Susi, was glaubst du, wer aus diesen Eiern schlüpfen wird? Ich fürchte niemand, Sammy. Die sind nur Deko. Aber du hast recht. Wir haben 24 Hatchimal-Eier aus der Neon Night Glow-Serie. Sehr interessant. Ich kann es kaum erwarten. Sie sehen bestimmt fantastisch aus. Wow, seht nur diese super süßen Herzchen. Wir lassen alle schlüpfen und schauen, wer drin ist. In Ordnung. Noch ein bisschen? Na los. Komm raus, Schätzchen. Willkommen. Oh, ein süßes rosa Chamäleon. Es hat einen witzigen Schwanz und goldene Flügelchen. Hallo, du Süßer. Dann holen wir mal einen Freund für unser Chamäleon. Knack. Fein, fein. Wer ist denn hier drin? Ist das ein Alligator?
Oh, sieh dir nur diese lieben Augen an und dieser witzige gelbe Bauch. Susi, wir haben so lange keine Hähnchennuss mehr ausgepackt. Kann ich die zwei haben? Klar doch. Ich nehme auch ein paar. Wer verbirgt sich wohl hinter diesem Herz? Hopp, auf. Ich kann schon einen gelben Mond sehen. Noch ein bisschen. Tada! Seht mal, Freunde. Das ist ein Seepferdchen. Es streckt seine goldenen Flossen nach uns aus. Und jetzt wird gezaubert. Oh, seht euch nur dieses süße Kerlchen an. Ein niedliches Walross mit rosa Gesicht und weißen Zähnen. Cool. Susi, schau. Ich habe Zwillinge zu deinem Chamäleon und Seepferdchen. Klasse. Sie freuen sich bestimmt. Und jetzt du, du und du mitkommen. Erwischt. Sehen wir uns unsere neuen kleinen Freunde mal genauer an. Wir haben ein süßes Zebra mit lockiger Mähne. Dann ein Biber mit scharfen Zähnen und einem rosa Schwanz. Neckisch. Und diesen Gepard. Er putzt sich gerade. Ach, sind das niedliche blaue Flecken am Kopf. Susi, ich wette, im nächsten Ei ist ein Drache. Also, ich wette, es ist ein Pinguin. Mal sehen, wer recht hat. Na dann, knacken wir die Schale. So, und es ist... Trommelwirbel. Ein Pinguin. Ich lag richtig, Sammy. Ist der schick. Er legt seinen Kopf in seine Flügelchen. Zuckersüß. Reiner Zufall, Susi. Beim nächsten Mal habe ich recht. Vielleicht ist in denen dein Drache drin. Hey, eine Biene und ein Biber. Hallo, Herr Biber. Hallo, Frau Biene. Ihre Augen sind betörend. Ihr rosa Bauch ist aber auch nicht schlecht. Willkommen, Freunde. Ab zu den anderen. Hey, Susi, jetzt ist das andere Dutzend Eier dran. Ich freue mich schon so, die ganze Sammlung zu sehen. Ja, ich mich auch, Sammy. Ich denke, diese vier sind bereit zum Schlüpfen. Legen wir eins hinzu. Die kennen wir schon. Ein Biber, ein Zebra, eine Biene und ein Seepferdchen. Weißt du was, Susi? Ich find's toll, Zwillinge zu finden. Dann wird es eine quietschvergnügte Truppe. Na dann legen wir mal nach. Scherz, ich will trotzdem auch neue Figuren finden. Wer mag wohl hier drin sein? Seht mal, Freunde, ich habe ein Hai gefunden. Und in dem anderen Ei war ein Zwillingspinguin. Der rosa Bauch von dem Hai ist so putzig. Er sieht gar nicht unheimlich aus. Susi, darf ich helfen? Na, aber sicher, Sammy. Hä? Ist das alles? Hier, nimm noch eins. Schon besser. Okay, wir haben vier Eier und ein bisschen Zauberei. Oh, seht euch das an. Eine Raupe. Die ist neu. Du hast aber süße Falten. Susi, sieh mal, ich habe einen Affen. Oh, der ist ja auch neu. Und so witzig. Sieh doch, er zwinkert uns zu. Dann haben wir noch ein altbekanntes Chamäleon, einen süßen Gepard und einen Alligator. Und ich habe noch einen Zwilling von dem Walross. Mit diesem Affen und der Raupe ist unsere Sammlung komplett. Als nächstes möchte ich ein Pupsi-Unicorn auspacken. Verdächtig. Wieso verdächtig? Ich sehe nichts. Also, ich glaube, das ist eine Mogelpackung. Sie sieht echt aus. Susi, ich habe dich nur auf die Probe gestellt. Test bestanden. Da drin wartet eins dieser zauberhaften Einhörner auf uns. So wie sechs magische Überraschungen. Legen wir los. Erst muss die Folie ab. So, perfekt. Die erste Lage kommt weg. Jetzt ist die zweite dran. Hopp, ich sehe schon die durchsichtige Kugel mit ganz vielen Tütchen. Ist das cool. Jetzt machen wir die Kugel auf. Diese Tüte zuerst. Was da wohl drin ist? Aufkleber. Sie sind schön bunt. Du kannst sie auf deine Hefte kleben. Und in dem zweiten Tütchen finden wir... Seht euch diesen süßen gelben Pupsi an. Niedlich. Da kommt bestimmt der Schleim rein. Das dritte Tütchen ist dran. Und was ist da drin? Ich vermute mal, mit dieser Bürste frisieren wir unser geheimnisvolles Einhorn. Ach je, die ist ja klein.
Was verbirgt sich da drin? Oh, ein blaues Fläschchen, um das Einhorn zu füttern. Entzückend. Susi, weißt du, was all die Pupsis jetzt gemeinsam haben? Schleim natürlich. Aber dieser hier ist irgendwie komisch. Susi, der Schleim ist ausgetrocknet. Definitiv eine Mogelpackung. Stimmt, Sammy. Dieser Schleim ist überhaupt kein Schleim. Und zum grünen Abschluss kommt das Einhorn. Welche Farbe wohl die Mähne hat? Wow, sieh dir diese rosa und lila Strähnchen an. Es hat süße Öhrchen und ein kleines Horn. Ziehen wir es an. Wow, das sieht aber schick aus. Das blaue Top mit der goldenen Schrift passt perfekt zu den gelben Hosen. Warum ist diese Tür denn schon offen? Entspann dich, ich war das. Was soll das? Wir packen doch zusammen aus. Ja, ich weiß, aber du bist mir zu langsam. Du bist aber auch ein ungeduldiger Schlauschleim. Also, ich packe jetzt noch ein paar Disney-Durables aus. Mal sehen, wen wir hier haben. Komm raus. Das ist Tinkerbell aus Peter Pan. Sie sieht verstimmt aus. Diese Sets packe ich wirklich gerne aus. Ich liebe die Disney-Figuren. Daumen hoch, wenn es euch auch so geht. Dabei habe ich Le Fou aus Die Schöne und das Biest gefunden. Was für eine verrückte Frisur. Und so ein feiner Anzug. Susi, haben wir schon Jasmin aus Aladdin? Wow, du Schönheit. Dieses Kleid solltest du auf einem Ball tragen. Und hier ist dein Tanzpartner. Langsam wird das Tütenaufreißen langweilig. Zaubern wir lieber. Und voila. Oh, hallo. Das ist der berühmte Timon aus König der Löwen. Er ist mein Lieblingscharakter. Susi, ich habe alles genauso wie du gemacht. Na dann, machen wir mal auf. Wer mag da drin sein? Mal sehen. Wer ist denn diese Figur mit dem Hut in der Hand? Sammy, hast du eine Idee? Susi, das ist doch Tweedledee aus Alice im Wunderland. Gut zu wissen. Viel Spaß, Leute. Bis später. Hey, Susi, es ist Zeit. Ja, Schleimzeit. Was für ein giftiges Grün. Hopp. Wow, der ist so fest. Sammy, wie lange bunkerst du den Kram denn schon? Susi, Schleim wird mit der Zeit nur besser. Naja, dieser hier schon mal nicht. Hey, du siehst wie eine Mandarine aus. Da ist sogar ein grünes Blatt am Kopf. Wir haben Tengi mit rosa Schleim. Mandarinengeruch. Freunde, hier kommen noch zwei Durable Sets. Hier steht ein Rätsel. Wie viele Figuren sind enthalten? Zwei oder drei? Welches ist zuerst dran, Sammy? Oh, das rechte. Okay, Deckel auf. Es sind zwei Figuren. Wow, das ist Candlehead aus Ralf Reicht. Was für eine Ähnlichkeit. Ihre grünen Haare sind zu zwei Zöpfen gebunden. Der zweite Bewohner ist Schweinchen Pur aus dem Film Vaiana. Was für eine hübsche Blume auf ihrem Kopf. Susi, warum haben diese Türen unterschiedliche Farben? Weil das eine andere Kollektion ist, Sammy. Hier finden wir weitere Disney-Figuren. Ich bin gespannt, welche... Oh, wow, die kenne ich. Das ist Celia aus die Monster AG. Sie ist so außergewöhnlich mit nur einem Auge und den vielen Beinen. Ihr Nachbar ist Hey Hey, der lustige Hahn aus Vaiana. Ich liebe diesen Typen. Das ist doch eine interessante Truppe. Machen wir eine Pause von den Disney-Figuren und packen dieses Make-up-Surprise aus. Inklusive 10 Überraschungen. Da wäre Lipgloss, Lidschatten und Schleim, auf den wir das Make-up auftragen. Okay, dann rollen wir das Ding mal auf. Seht nur, was hier alles dabei ist. Das wird sicher interessant. Ran an die erste Wundertüte. Und darin finden wir... Das sind Duftperlen. Wie die wohl riechen? Das ist zweimal Schleimpulver. Darum kümmern wir uns später. Das ist bestimmt der Lipgloss. Ich bin ja auf die Farbe gespannt. Bestimmt etwas Abgefahrenes. Es ist grün. Ich probiere ihn mal auf der Hand aus. Oh, seht mal, wie der glitzert. Und hier ist sicher der Löffel zum Anrühren des Schleims drin. Da haben wir die erste Hälfte. Und die zweite. Die brauchen wir nur noch zusammenstecken. Voila, fertig. Susi, ist der tolle Löffel für mich? Nein, Sammy. Der ist für den Schleim hier.
Wir mischen ihn gleich in dieser Lippenstiftkappe. Da ist auch noch eine Überraschung drin. Schnell, machen wir sie auf. Wusch! Wow, wie hübsch! Ein Messbecher. Sieh nur, wie schön er glitzert. Und hier kommt die letzte Tüte unseres Riesenlippenstifts. Oh, der Lidschatten ist wie ein Ananas-Einhorn geformt. Wagen wir einen Blick? Wow, dieselbe Farbe wie der Lipgloss. Ich probiere ihn mal aus. Traumhaft! Susi, ich weiß, was du als nächstes brauchst. Wasser. Danke, Sam. So, wir gießen das Wasser in den Behälter. Und noch einmal. Dann kommt das magische Schleimpulver dazu. Jetzt rühren wir alles gründlich durch. Freunde, wenn ihr Schleim genauso liebt wie wir, gebt uns ein Däumchen und abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Inzwischen ist der Schleim fertig. Raus damit. Wow, ich glaube es nicht. Der Schleim ist schneeweiß. Genial. Weiß? Susi, das ist doch langweilig. Schleim sollte bunt sein. Abwarten, Sammy. Wir färben ihn ja noch. Als erstes kommen die Duftperlen dazu. Aber die müssen vorher zerquetscht werden. Und wonach riechen sie, Susi? Oh, Ananas. So, und jetzt mischen, mischen, mischen. Keine Eile. Schön vorsichtig. Genau so. Er sollte doch bunt werden. Jetzt ist er immer noch weiß. Ja, aber sieh doch mal, wie er glitzert. Und dieser Ananasduft. Jetzt kommt endlich Farbe ins Spiel. Wir nehmen den Lidschatten. Komm schon, Susi. Etwas mehr. Und auch noch den Lipgloss. Wow. Perfekt. Und jetzt wird wieder schön gemischt. Ich liebe es, Schleim herzustellen. Er fühlt sich so toll an. Wow, Susi, jetzt ist er hellgrün geworden und wie er glitzert. Genau, Sammy. Er sieht aus wie ein riesiger Minzkaugummi. Stecken wir ihn in die Dose, dass er nicht austrocknet. Susi, du kriegst mich nicht. Sammy, warte. Das ist nicht fair. Aua. Hab dich. Oh, Schreck. Na, wer ist denn unsere entführte Schönheit? Ah, das ist Lilo aus Lilo und Stitch. Diese Blume im Haar ist so schick. Sie passt zur Farbe des Kleides. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass wir wieder bei Durables sind. Begrüßt Gaston aus Die Schöne und das Biest. Seht nur, wie er seine Muskeln spielen lässt. Wie wäre es mit ein wenig Zauberei? Ah, diese beiden Figuren sind aus den berühmten Frozen-Filmen. Ich wette, ihr habt sie längst erkannt. Anna und Sven. Und unsere letzte Durables-Figur ist Tigger aus Winnie Pooh. Wo ist sein kringeliger Schwanz? Ach da! Was für eine fantastische Sammlung. Und zu guter Letzt haben wir eine LOL-Puppe. Sammy, bist du traurig, dass jetzt fast alles ausgepackt ist? Na, neues Zeug gibt's nur, wenn das alte weg ist. Jetzt habe ich Platz für neue Spielsachen. Sehr philosophisch, Sammy. Wir haben hier eine LOL Surprise Here Goes. Sie hat uns 15 Überraschungen mitgebracht. Sieh sie dir nur an. Sie behauptet, ihre Haare wären echt. Na, das will ich sehen. Reißverschluss auf. Jetzt geht die erste Verpackungsschicht ab. Schwupps. Oh, seht euch dieses bunte Mädel an. Sie sagt, mach mich fabelhaft bunt. Unheimlich gerne. Upp. Aber erstmal rankommen. Ha, ich habe die erste Überraschung gefunden. Das sind Aufkleber in Form von Haarspangen. Und ein Rätsel. Die Verpackung sieht wie eine Haarspraydose aus. Nehmen wir mal die Kappe ab. Und da ist der Sprühkopf. Hier kommt die erste Wundertüte aus diesem LOL Surprise Set. Oh, das ist ein Griff für das Haarspray. Er sieht wie eine Haarspange aus. Und sieh mal die Kette. Jetzt öffnen wir die ominöse Tür. Okay, das ist der Sammelkatalog. Den schauen wir später an. Und hier ist unsere Puppe. Sie steckt noch in einer Schutzhülle. Oh, ist diese Schlaufmaske süß. Da machen wir aber erst später weiter. Erstmal packen wir ihren ganzen Kram aus. Wusch! Was könnte das sein? Hm,
Was für ein zauberhaftes weiß-pinkes Kostüm mit Pelz an Kragen und Ärmel. Ich wette, in diesem Tütchen ist ein Accessoire drin. Kleinen Moment. Es ist ein Haarreifen. Sind das nicht zauberhafte Öhrchen? Habt ihr schon erraten, wer der Besitzer ist? Okay, wir haben Klamotten, ein Accessoire. Was mag wohl hier drin sein? Oh, habt ihr schon mal so süße Stiefelchen gesehen? Unfassbar! Übrigens enthält dieses Set auch diese witzigen Lockenwickler. Wollt ihr wissen, was da drin ist? Also, da hätten wir einen Trinkbecher. Diese Farben sind doch der Kracher. Und in dem zweiten Lockenwickler? Schauen wir mal. Oh, wie niedlich. Ein süßer Kamm mit Schleife für die echten Haare unserer Schönheit. Dann ist jetzt endlich die Puppe dran. Wow, das ist Snow Bunny mit rosa Haaren, Brauen und verführerischen Sommersprossen. Und sieh dir diesen Schlafanzug an. Ist der nicht hinreißend? Oh, ich liebe diese Strumpfhosen. Susi, jetzt muss Snow Bunny aber in die Badewanne. Stimmt, Sammy. Als erstes tauchen wir sie in kaltes Wasser und dann in heißes. Oh, ihr Schlafanzug wird ganz bunt. Sieh dir das an. Absolut magisch. Und jetzt verwandeln wir sie wieder zurück. Susi, manche Accessoires unserer Puppe passen ja fantastisch. Sammy, der ist aber nicht für dich. Sieht an Snow Bunny auch viel besser aus. Willkommen daheim, Süße. Was für ein großartiges Auspackvergnügen. Sammy, hat es dir auch Spaß gemacht? Und wie? Ich habe schon neue Spielsachen bestellt. Dann warten wir ab, bis deine Kiste wieder voll ist. Freunde, gebt uns ein Däumchen, wenn ihr noch mehr Auspackvideos sehen wollt. Tschüss. Tschüss. Sammy, zeig mal, was du bestellt hast.